Heute bei den Late News wurde eine 100-jährige Frau in New York festgenommen, weil sie eine Festnahme durch die New Yorker Polizei auf ihrer Bucketlist stehen hatte. Das mit der Bucketlist können wir voll und ganz verstehen, meinte der Beamte, der sie festnahm. Aber wir hätten die ältere Dame auch so einfach festnehmen können, dafür hätte sie wirklich nicht jeden in der Bank erschießen müssen. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Strelitz, bekannt aus unzähligen Verfilmungen von Nosferatu, denn so sehe ich morgens in echt aus, ohne Schminke. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. Dass Nierlagenschmerzen wissen wir nicht nur seit dem Bernsee-Tor. Und ich meine nicht das falsche von 1966, sondern das letzte Tor, das in diesem Stadion von Didi Hamann geschossen wurde und mit dem die deutsche Nationalmannschaft 1:0 gegen England damals siegte. Deswegen danach die Royal Air Force Wembley und große Teile Londons mit Bomben zerstören musste. Dementsprechend verwundert es nicht, dass in Berlin ein gut aussehender Mann nach einer verlorenen Partie Monopoly nicht etwa den Tisch umwarf und dann die Tür zu seinem Newszimmer laut zuschlug, sondern den Polizeinotruf wählte. Vollkommen zu Recht, so wurde unter anderem die Jeffrey Epstein-Freikarte aus dem Gefängnis nicht anerkannt. Oder die Harvey Weinstein-Karte, die die Kosten für das Luxushotel erspart und einen zudem erlaubt, in eine Palme auf der Schlossstraße zu masturbieren. Hey, don't hate the player, hate the game. Oder die #MeToo-Karte zu spielen, wenn ein anderer Spieler über losgeht und man mit der Karte auch $130.000 Schweigegeld von Donald Trump bekommen will. Haben wir zufällig ein Live-Bild von diesem Mann? Ein wahrer Held. Währenddessen in Bonn. Wenn ich mir einen neuen Computer kaufe und dafür extra meinen alten Rechner bei eBay verkaufe, dann sorge ich immer dafür, dass man die Daten auf der eingebauten Festplatte nicht mehr lesen kann. Das geht sogar recht einfach ohne größeres Computervorwissen. Dafür macht man zuallererst einmal ein Bild vom Rechner und stellt dieses bei eBay ein. Dann schmeißt man den Rechner aus dem Fenster, bitte das Fenster voröffnen und bittet nun einen befreundeten Panzergeneral der Bundeswehr, mehrfach über den Rechner zu fahren. Die Reste sammelt man mit der Schaufel ein und schickt sie an die glückliche Person, die den Rechner bei eBay ersteigern konnte. So ähnlich hätte das mal lieber die Bundeswehr gemacht, weil sie ein Notebook verkauft hat, auf dem sensible Daten über den neuen Raketenwerfer Mars nicht gelöscht wurden. Mist, meinte nun der Käufer, ein gewisser Thomas Sauerkraut Deutschmann, die Infos darüber hatte ich doch schon gehabt von letztem Notebook. Dabei hatte ich auf hübsche Bilder von Leopard Panzer 3 gehofft. Naja, klappt bestimmt bei der nächsten Auktion in 5 Minuten. Bestimmt. Derweil in Bogota. Normalerweise sind Bankangestellte Menschen mit den härtesten Nerven auf der Welt. Ich bin selber schon oft in die Situation geraten, eine Bank überfallen zu müssen, weil die Oma vor mir 50 Kleingeldsäcke abgegeben hat und nun verlangte, dass nicht etwa eine Maschine das Geld zählt, sondern gefälligst ein Mensch. Wie kaltschnäuzig der Bankangestellte das dann auch durchgezogen hat und ihm vollkommen egal war, dass die Schlange schon bis zur nächsten Bank reichte. Und wie alle anderen Bankangestellten nicht den Hauch von Interesse zeigten, vielleicht auch mal einen zweiten Schalter aufzumachen. Sorry, aber dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als die Bank zu überfallen und wenigstens so meine Überweisung loszuwerden. Nicht ganz so stahlharte Nerven hatte jedoch ein Bankangestellter in Bogota, der panisch den Sicherheitsknopf unter seinem Tresen drückte, sodass sofort die Polizei zur Bank kam. Jedoch war es kein Bankräuber oder eine alte Oma, die dem Bankangestellten Angst eingejagt hatte, sondern eine kleine Spinne, die auf seinem Counter saß.
Und trotzdem verlangte die Spinne, dass man ihre 50 Kleingeldsäcke gefälligst per Hand zählen soll. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Avanti Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Avanti Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Leider gibt es im Italienischen kein Wort, mit dem man jemanden auffordern kann, dass dieser etwas schneller erledigen soll. Außerhalb von Krisenzeiten verstopfen ansonsten zehntausende Autos die Straßen in Rom und kein Italiener weiß, wie er den Vordermann antreiben kann, endlich mal loszufahren. Sicherlich gibt es ein paar Wortkreationen, die diese Misere versuchen zu überbrücken, wie Subito Spaghetti, Rapidamente Ravioli oder Capisci Capaccio. Selbst Caesar sagte schon eins, Veni Vidi, beweg doch mal deinen verfickten Arsch nach vorne, als er mit seinem Streitwagen auf der Via Appia im Stau steckte. Deshalb wurde er auch von Brutus später erstochen. Denn Brutus wollte gerade die MXXLVI-ste Ausgabe vom Avanti-Magazin lesen und wurde aber dabei immer wieder vom wütenden Caesar unterbrochen, der irgendwann dann einfach die Stereoanlage in seinem Streitwagen auf volle Pulle stellte. Brutus dachte sich nur, na wart mal ab, bis die Iden des Märzes in XLIV VUZ für dich kommen werden, Freundchen. Deshalb sei gewarnt, Avanti Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort mit Brutus neben einigen vertrauenswürdigen römischen Senatoren. Das waren die Lately News, wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.